Hallöchen, mein Lieben. Heute habe ich wieder für euch die DM-Lieblinge-Box. Das ist ja jetzt die letzte von drei Boxen, die man erhält. Ich habe mich leider für die, also was heißt leider, ich habe mich für die neue Runde beworben, aber leider ist es bei DM mittlerweile so eingestellt, dass man, ja, wie ich eigentlich auch gerechtfertigt finde, dass man mitgeteilt bekommt, dass man bei der letzten Runde dabei war und bei dieser nicht teilnehmen kann, aber bei der übernächsten wieder. Finde ich gerechtfertigt, weil ich finde es natürlich auch blöd, wenn der ein und selbe Mensch immer die gleiche, also immer wieder das Abo gewinnt durch irgendwelchen Zufall. Und ja, deswegen ist es die letzte erstmal. Und ich werde dann ab der praktisch übernächsten Runde jetzt wieder mein Glück versuchen, weil ich fand die echt, echt cool. Bei der Rossmann-Box hatte ich ja bisher einmal Glück, danach aber auch wieder nicht mehr. Ich habe zwar diese Blogger-Edition, diese Weihnachtsbox bekommen, mit der ich überhaupt nicht gerechnet hatte, weil zu der hatte ich mich auch nicht angemeldet. Ich weiß bis heute noch nicht, wo die herkam. Ja, und die DM-Box will nicht aufgehen. Okay, so. Ja, die Box an sich sieht wie immer aus. Ist eine so rot-orangefarbene Box mit einem goldenen DM-Prägedruck und ja, ich finde die Boxen immer so schön. Also ich finde die Kisten an sich richtig schön, auch um sie zu verschenken. Oder ich bewahre da zum Beispiel immer allen möglichen Krimskrams, meine Kerzen, meine ganzen Teelichter und mein Bastelkram und so. Also ich habe ein ganz Regal voll mit diesen Boxen, die ich dann immer alle schön beschrifte. Und da habe ich dann meinen ganzen Krimskrams drin. Und ja, von innen hat sich bis jetzt auch nichts vom Design getan. Die ist gepunktet und dieses Mal ist auch alles heil geblieben. Ich habe sie, muss ich euch gestehen, schon mal aufgemacht, weil ich halt wirklich gedacht habe, hoffentlich ist nicht wieder irgendwas ausgelaufen. Und ja, ich habe aber noch gar nicht mir die Produkte so genau angeschaut. Also ich weiß, ja, was oben drauf liegt, weiß ich, aber was unten drunter ist, weiß ich noch nicht. So, und dann fangen wir auch schon gleich mit dem ersten Produkt an. Das ist ein Männerrasierer Gillette Fusion Pro Glide Power. Das ist dieser mit diesem Flexball. Und finde ich jetzt echt cool. Den hatte mein Freund letztens in der Hand gehabt. Und ich hatte auch bei dem Gewinnspiel mitgemacht, wo man den testen kann. Und ja, habe leider nicht gewonnen. Und jetzt ist er aber in der Box drin gewesen. Und es ist echt cool, dass er den mal testen kann, beziehungsweise, ja, es ist nur eine Klinge dabei, sonst hätte ich den auch getestet, weil ich benutze ja auch für meine Rasur einen Männerrasierer, weil da einfach die Klingen besser sind. Ja, der ist dabei und finde ich richtig, richtig cool. Gillette sind halt auch echt richtig gut. Ich weiß gar nicht, ist meins ein Gillette? Ich glaube, es ist ein Gillette. Ich war auch so noch bei DM einkaufen. Ihr kriegt dann nochmal so einen kleinen Haul hinterher. Also, ich drehe den dann auch noch ab. Und ja. Dann ist von Otto Kern ein Signature Supreme Men Eau de Toilette 30 Milliliter drin. Ja, finde ich auch cool. Aber ja, es ist noch ein Männerprodukt. Ja, in letzter Zeit habe ich irgendwie mit den Boxen öfter mal ja, Männerprodukte drin, aber ist ja auch nicht schlimm. Mein Freund freut sich auch immer. Und ja, ich bin mal gespannt, was er dazu sagt. Die Otto Kern Düfte sind auch, riechen auch sehr gut. Also ich glaube, mein Freund hat auch einen davon. Und ja, den hat er bestimmt noch nicht. Dann als nächstes, wo wir gerade bei den Männerprodukten sind, sehe ich hier Men's Health Power Cooldown Sports Gel für effektive Entspannung nach dem Sport. Ja. Das ist nicht die Originalgröße. Okay. 150 Milliliter sind da drin. Ja, ist es so ein.
Ja, also ich sehe das so, dass das so ein Bodylotion sein soll, die den Körper halt nach dem Sport entspannen soll. Und ja, da ist auch ein Schild hier Reiben und Riechen. Ach, das riecht richtig gut. Also ich glaube, da freut sich mein Mann auch sehr darüber, wenn er nach dem Fitnessstudio so schön noch eine Lotion hat. Er benutzt auch gern Bodylotions. Dann haben wir von Sundance einen Selbstbräunungstonic, ideal für das Gesicht, streifenfreie, gleichmäßige Bräune, einfach und präzise Anwendung. Also von Sundance habe ich schon öfter mal auch die Bräunungscreme gekauft, beziehungsweise gibt es da ja auch so eine, es ist keine direkte Bräunungscreme, die hat auch so ein Bräunungsfaktor drin, aber die ist nicht so extrem, weil ich immer das Problem habe, tatsächlich, dass trotz streifenfrei und einwandfrei aufgetragen, es trotzdem fleckig wird. Ja, aber finde ich cool, gerade jetzt im Winter oder ja, noch ist es Winter, aber jetzt so in Vorbereitung auf den Sommer. Ja, so ein Selbstbräunungstonic zum Austesten. Ja. Dann haben wir hier nochmal Men's Health Power-Up Warm-Up Sports Gel und Cool-Down Sports Gel. Das eine ist für das perfekte Aufwärmen vor dem Sport und das andere ist für effektive Entspannung nach dem Sport. Das Cool-Down Gel ist ja mit dabei in einer großen Flasche. Und ja, werde ich auch meinem Freund geben, der freut sich dann bestimmt. Dann ist hier von Aussie ein Miracle Hairspray Volume and Hold drin. Ja, also ich hatte ja mal in der Pinkbox eine Aussie-Haarkur drin und ich muss euch sagen, ich bin so angefixt davon. Aber bis jetzt konnte ich mich noch zusammenreißen, mir nichts weiteres von Aussie zu kaufen, obwohl die immer so gut riechen und auch echt gut für die also echt gut in den Haaren sind. Und ja. Also ich glaube, da wird demnächst auch noch was mitwandern. Ich stehe jedes Mal davor und kaufe es dann doch nicht, weil ich mir denke, du brauchst kein Shampoo für, ich weiß gar nicht, 5 € kosten die oder so. Ja, in dem Dreh wird auch das Aussie Haarspray kosten. Ja, das ist auch eine Originalgröße, also auf jeden Fall. Und ja, ich benutze gar nicht so viel Haarspray, also ganz selten. Deswegen habe ich da immer sehr, sehr lang dran, aber mein Freund benutzt auch Haarspray und dann werde ich ihm das auch mit anbieten, ob er das möchte. Ja, also es kommt drauf an, wenn es zu sehr nach Frau riecht, nimmt das auch nicht, aber ja, ich denke mal, dass er das auch nehmen wird. Ja, dann als nächstes habe ich hier einen Kajalstift. Das ist ein Kajal, das kann man richtig schlecht lesen. Ja, das ist ein P2 Fantastic Chrome Kajal in 070 Luminous Quartz. Also es ist so ein lilafarbener Kajal. Und ja, der ist sehr weich. Da ist schon die Spitze abgebrochen. Ja. Der sieht richtig, richtig schön aus. Der lässt sich auch schön so verblenden. Also der hat so einen richtigen Glitterschimmer. Hier oben sieht man es so an meinem Daumen. Ich glaube, den werde ich sehr, sehr gerne verwenden, um halt einfach so ein bisschen mein Augen-Make-up aufzupeppen. Und ja, momentan schminke ich mich ja nicht so viel, weil irgendwie habe ich keinen Bock, wenn ich zur Arbeit gehe, mich zu schminken. Aber ja, so ist das halt. Dann sind hier noch zwei Flyer für das Haarspray von Aussie. Ja, warum zwei, weiß ich nicht. Zweimal der gleiche, aber okay. Und dann ist noch eine Olas Anti-Falten-Lifting-Creme drin. Mit Hauterneuerungskomplex, als hätten sie es gewusst, ich habe am Montag meine Lancaster-Gesichtscreme aufgebraucht. Ich habe zwar noch meine ARC-Tagespflege und meine Olas-Tag, also
Die hat noch eine andere Olas-Tagespflege. Das ist die Luminous, glaube ich. Die habe ich auch noch angebrochen. Ja, wobei ich sagen muss, die AOC-Tages- und Nachtpflege benutze ich momentan nicht so oft, weil ich halt einfach ja, die Lancaster-Creme aufbrauchen wollte, bevor sie abläuft. Und ja, die werde ich jetzt erstmal zulassen, bis ich zumindest die Olas Pflege aufgebraucht habe und dann werde ich die öffnen. Ja, und das war's auch mit der DM-Box. Also ich muss sagen, für 5 Euro hat sich die Box so, so sehr gelohnt. Also es waren so richtig tolle Produkte dabei. Ihr könnt mir ja mal dazu schreiben, was ihr von der Box haltet, wie ihr die Box fandet. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall schon auf eure Kommentare und wie gesagt, ich habe jetzt noch einen DM-Haul und noch ein paar Kleinigkeiten, die ich jetzt die nächsten Tage auch für euch abdrehen möchte. Ja, ich würde sagen, ich und meine super toll abstehenden Haare verabschieden uns für heute und wir sehen uns demnächst wieder. Tschüss!